Gut, dann gehen wir jetzt ein bisschen zurück in der Geschichte. Bin schon neugierig, wie lange? Ali Davidson, wie kam das in dein Leben und wann? Bei mir persönlich, ja. Ich habe eine Karriere gemacht als normaler Motorradfahrer mit anderen Marken. Und irgendwann, sage ich mal, erreicht man den Olymp, das ist so meine persönliche Meinung, Harley Davidson. Das hat lange gedauert, das war ungefähr 10 Jahren. Und warum ist das der Olymp? Ja, das ist so ein Mythos. Das ist, wenn man was mal schaut, das Kids bekommt eine andere Marke nicht. Also Kind kann Honda treffen oder irgendwie Kawasaki oder wie ich das gerade andere Marken noch nennen. Aber das ist nur Harley Davidson. Das hat mich schon immer fasziniert. Ich bin schon von 15 oder 20 Jahren zufällig mit einem Falk am See gewesen. Und so ein Harley-Treffen da vorbeigefahren und denke mir, wow, und war ja damals noch BMW-Fahrer und das hat mich damals fasziniert. Ah. Und da kommt man irgendwie zur Marke, dann kauft er eine Spezi, kauft dann eine Harley und der kauft dann auch eine und dann denkt man so, Mensch, jetzt bin ich ja soweit. Wie fühlt sich das für dich an, dass ja Harley eine Familie ist, dass man Freundschaften schließt, dass man gemeinsame Unternehmungen macht, Ausfahrten macht? Wie spürt sich das an? Es ist einfach nur großartig. Das kann ich wieder wiederholen. Das gibt es sonst nirgends. Das ist einfach eine Familie. Ich konnte das wirklich, ich bin ja früh unterwegs als Direktor von einem Chapter. Und egal wo ich hinkomme, in einem fremden Land, ich bin da alleine und möchte in Arizona irgendwo, in Las Vegas beispielsweise, immer mitfahren. Da gibt es überall Chapter. Weltweit gibt es ein Chapter. Und da ist man immer willkommen. Ja. Also so geht es genau. Das ist Stichwort Chapter. Ihr seid so das Chapter mit der weitesten Anreise. Ihr kommt von wo? Wir kommen direkt aus Ingolstadt und Umgebung, ja genau. Und du bist der Chapter-Direktor dort? Ich bin der Chapter-Direktor, genau. Seit Gründung, seit der Harley-Dealer vor 5 Jahren aufgemacht hat bei uns in Ingolstadt. Ja. Genau. Und wie tut sich das so als Direktor? Schwerer Job, leichter Job, mittelschwer? Du kannst dir vorstellen wie so ein Kindergartenleiter. Wir kommen jetzt sagen, die Direktoren um mich grinsen, die wissen, was ich von denen spricht. Gell, ja. Ja, es ist nicht einfach und so. Man muss Diplomatie zeigen und so. Und ich mache das aber gern. Ja. Mit Herzblut und das glaube ich, das kriegen alle Member mit und so. Und es kommt ja auch viel zurück. Ne? Ja, genau, stimmt. Ja, genau. Sicher auch so. Super. Ja, und jetzt seid ihr hier bei der Charity Tour zum ersten Mal. Ja. Wie seid ihr dazu gestoßen jetzt? Wir haben seit Jahren einen freundschaftlichen Kontakt zum Salzburg-Chapter. Ja. Und wir haben es schon seit Jahren geplant, dass wir da mal gemeinsam eine Ausfahrt machen. Und dann hat sich das ergeben, dass wir genau an diesem Tag oder in diesen Wochen, wo wir jetzt da sind, diese Charity-Tour. Ich sage, was? Wir fahren die Charity-Tour mit, weil das eine gute Sache ist. Und dann haben wir gesagt, da sind wir gerne dabei, unterstützen uns zahlreich. Und sind dann doch 22 Member mitgefahren. Das wollte ich dir nämlich fragen. Wow, ja. 22. 22, sehr ja. Geil. Von 43, also ist schon halbe Chapter. Heftig. Und das liegt vielen auch von unseren Member dran, dass wir dann dabei sind. Und wir haben jetzt schon die ersten Anfragen. Wir wollen nächstes Jahr die ganze Tour mitmachen. Ganze Tour. Das wow, geil. Jetzt habe ich gerade ein bisschen eine Gänsehaut, weil das ist international, waren wir bis jetzt noch nie. Und das ist eigentlich heuer dann so richtig das erste Mal. Und nächstes Jahr dann, also wirklich geil. Unterstützen schöne Sache. Sehr gerne, weil wir sind ja so ein Kreis der bayerischen Wok-Chapter. Ja. Und da werden wir sicherlich mit meinen Kollegen von Niederbayern-Chapter und die anderen Chapter natürlich da Werbung machen, dass wir da künftig dann nicht bloß die Österreich-Chapter, sondern auch mehr deutsche Chapter mit dabei sind. Dann erübrigt sich meine Schlussfrage, weil sie aufgelegt ist. Das zweite Motto der Tour ist der Saddle Up and Help. Das heißt, es gibt auch nächstes Jahr ein Saddle Up and Help. Chef. Mit dem Ingolstadt-Chip. Ja, auf jeden Fall. So war das stehen. Super. Ja. Danke dir. Super. Hab mich gefreut. Ciao. Danke.